Herzlich willkommen zu den nationalen offenen Meisterschaften im Golf aus dem Golfclub Föhrenwald in Wiener Neustadt. 4 Tage lang Zielwettspiel über 4 Runden bei Damen und Herren, und zwar bei Profis und Amateuren. Es werden die Sieger der nationalen offenen Meisterschaften und die Amateurmeisterinnen und Meister gesucht. Die Top-Herren, angeführt von Bernd Wiesberger, sind natürlich welt- und europaweit unterwegs, aber Österreichs beste Proett ist selten, aber doch einmal in Österreich dabei, Christine Wolf. Christine Wolf, seltener Gast in Österreich bei einem Turnier, nationale offene Meisterschaften. Wie kommt es, dass Sie teilnehmen? Ja, nachdem wir leider kein Damenturnier in Österreich haben, weder Access noch Ladies European Tour, haben wir auch jetzt ergreifend mal die Möglichkeit und spielen doch noch in Österreich, wenn es sich ausgeht. Und zufrieden bis jetzt mit dem, was passiert ist? Ja, ich meine, die erste Runde war sowieso der Hammer. Gestern war ein bisschen schwierig mit dem Wind, aber doch bin ich auf jeden Fall zufrieden. Wie schaut es aktuell aus mit der sportlichen Situation? Spielen Sie auf der Ladies European Tour, wenn es möglich ist? Wie zufrieden sind Sie mit dem Verlauf der Saison? Ja, doch, es passt eigentlich ganz gut. Letztes Jahr habe ich bis zu dem Zeitpunkt noch gar keinen Cut gemacht gehabt. Heuer habe ich alle bis auf an gemacht. Also es passt. Die Top-Ergebnisse fehlen noch, aber ich bin zuversichtlich, dass das jetzt noch kommt. Und vor allem am ersten Tag war der Putter richtig heiß. Das hat man nie im Ergebnis gesehen. Ja, nein, passt eigentlich ganz gut. Fühle mich wohl. Also auch die anderen Facetten wie Eisenschläge vom Fairway oder was gibt es da, was, wo Sie sagen, das sind meine Stärken oder daran arbeite ich besonders? Ja, sicher auch die Wedges, weil wir halt oft Wedges ins Grün haben. Das sind die kürzeren Annäherungsschläge. Und wenn man die schon auch zur Fahne bringt, dann nimmt das ein bisschen den Druck weg vom Button. Verstehe. 2016 war mit Rio natürlich ein ganz großes Thema, Olympische Spiele, Teilnahme dort. 2017 gibt es sowas natürlich nicht, aber sicher andere Ziele. Was sind denn noch die Ziele für die Saison, die für viele auch erst jetzt begonnen hat? Ja, also so richtig beginnen wird die Saison für mich erst im September, weil da haben wir dann ein Turnier nach dem anderen. Ja, auf jeden Fall Erhalt der Tourkarte. Das Ziel für das Jahr ist schon so Top 20 auf der European Tour. Spezielle Turniere, die Sie in den Fokus richten werden? Ja, also das allerletzte Turnier ist ja immer Dubai. Da habe ich jetzt zweimal mitgespielt, einen Cut nicht geschafft. Und es ist sicherlich eines der Ziele, dass ich da jetzt einmal gescheit mitspiele. Jetzt ist in Österreich in den letzten Tagen und Wochen sehr viel los, golferisch auf allen Ebenen. Bernd Wiesberger spielt super beim Major, bei den US Open. Turniersieg von Martin Wiegele, Heimturnier, Lions Open und so weiter. Aber das ist halt alles sehr männerlastig. Wie schaut es da aus zwischen Frauen- und Männergolf? Wie zufrieden oder nicht zufrieden sind Sie mit der Situation rund um Ihre Kolleginnen? Ja, also in Österreich ist es einfach schwierig für uns. Nachdem wir kein Turnier haben, wir können uns sozusagen vor dem heimischen Publikum nicht präsentieren. Ja, die Herren haben eigentlich auf fast jeder Tour mindestens ein Turnier in Österreich. Deshalb ist es ziemlich schade für uns auch. Besteht Hoffnung, dass sich das bessert? Ja, Hoffnung gibt es immer. Hoffnung gibt es nur nicht für die Gegnerinnen von Christine Wolf. Sie geht mit 16 Schlägen Vorsprung in den Schlusstag. Aber einige sehr junge, talentierte Nationalspielerinnen mit ihr im Flight zeigen eine echte Talentprobe. Das ist zum Beispiel Jannika Rüttimann und ebenfalls im Flight Julia Unterweger, beide aus Vorarlberg, kommen in den Genuss, hier mit Christine Wolf zu spielen. Und da sind sie auf Loch 4. Die Tirolerin mit dem Vater als Caddy. 6 unter Par hat auf den ersten paar Löchern nicht ganz so zugeschlagen wie den ersten 3 Tagen, wo sie ja mit einer 65 am ersten Tag begonnen hat. Für Christine Wolf geht sie jetzt schon aus dem Bunker mit dem dritten Schlag um die Rettung des Paars. Loch 3 hat sie schon ein Bogey hinnehmen müssen. Da haben wir Jannika Rüttimann, ihr Birdie-Putt ganz gut, das heißt das sichere Paar. Auch sie hat auf Loch 3 ein Bogey kassiert, liegt 1 über Paar für den Tag. Und Julia Unterweger, der gelingt hier ein Birdie. Sie ist mit 11 über gestartet. Bogey auf 2 und jetzt Birdie auf 3. Also wieder even Paar für den Tag. Und bei Christine Wolf funktioniert das, was vor allem am ersten Tag grandios funktioniert hat, nicht ganz so stark. Und hier das Paar für Jannika Rüttimann plus 10. Sie sehen es also, sie ist natürlich als Zweitplatzierte deutlich hinter der Profispielerin, Österreichs bester Olympiateilnehmerin von Rio, auch wenn es hier jetzt einmal
Schiefgeh, Doppelbogey auf Loch 4 und damit nur noch 4 Unterpaar, aber natürlich noch immer klare Führung. Und im Duell um die beste Amateurin zwischen den beiden Landsfrauen aus Vorarlberg, Janika Rüttimann und Julia Unterwege, sind wir jetzt schon auf Loch 9. Rüttimann hat Loch 5 und 8 Birdie gespielt, dazu zwei Bogies. Und hier mit dem zweiten Schlag auf dem Par 5 übers Grün. Zweiter Schlag von Christine Wolf. Es geht mit sehr viel Rückenwind mit dem zweiten Schlag Richtung Grün. Aber der wird vom Baum abgefangen hier. Da gibt es dann noch eine Erleichterung. Und Julia Unterweger hat sich der Ball im Bunker eingebohrt. Strafschlag für sie. Und daher jetzt schon der vierte. Aber der kommt glänzend hier ans Loch. Chance, das Paar doch noch zu retten. Schlag 3 für die 28-jährige Christine Wolf auf Loch 9. Da gibt sie sich eine Birdie-Chance. Hat Loch 5 in Birdie gespielt. Und das ist der dritte Schlag von Janika Rüttimann. Berührt dann noch den Ball ihrer Flightpartnerin Unterweger. Putt zum Birdie knapp vorbei für Christine Wolf. Der Retour-Putt zum Paar gibt dann eine 39 auf den ersten 9 Löchern, also 2 über Paar. Und Julia Unterweger mit dem Paar. Sie schließt schließlich die Runde ab mit 13 über Paar. Gleichmäßig gibt es da für sie Rang 3, Rang 2 in der Amateurwertung. Und Christine Wolf nach dem Birdie auf der 5, jetzt wieder mit 5 unter Paar. Natürlich klar in Führung. Freude über das schnelle Birdie von Janika Rüttimann, die jetzt auf 8 über auf die zweiten 9 geht. Dann gelingt ihr 5-mal ein Paar, 1-mal ein Bogey und wir sind auf Loch 16. Einem Paar 3 übers Wasser, etwas mehr als 100 Meter in den Gegenwind hinein. Und da legt sie den Ball glänzend zur Fahne, spielt dann auch das Birdie und schließt schließlich ab mit 1 unter Paar für den Tag. Also 2 Runden in den roten Gesamt 8 über und der Sieg für Janika Rüttimann in der Amateurwertung. Staatsmeisterin also. Christine Wolf, die letzten 3 Löcher auch für sie. Jetzt die 16, ihr Abschlag etwas zu weit links, bleibt aber außerhalb des Bunkers. Natürlich, wie gesagt, nur noch eine Trainingsrunde für die Spielerin der Ladies European Tour, nachdem sie sich schon einmal deutlich absetzen hat können seit dem ersten Tag. Der Putt zum Paar, knapp vorbei, Bogey auf der 16, dann noch eine 8 auf dem letzten Loch, auf dem Paar 5, 18 durch einen Wasserball. Aber der Sieg bei den nationalen offenen Meisterschaften, der ist dir sicher mit 1 unter Paar insgesamt. Amateurmeisterin allerdings Janika Rüttimann. Zu gewinnen hätte man nicht erwartet, weil es waren doch viele gute Spieler da. Und mit Christine Wolf im Flight zu spielen war sehr interessant. Ich habe sehr viel gelernt, vor allem, dass ich mein kurzes Spiel noch verbessern muss, weil das ist bei ihr viel besser wie bei mir. Aber es war eine super Erfahrung. Wie wichtig ist der Erfolg oder was zählt? Wie zählt der für Sie? Was bedeutet der? Der bedeutet natürlich sehr viel, vor allem, dass ich jetzt in Österreich gewonnen habe. Und jetzt bin ich natürlich positiv gestimmt, wenn ich jetzt heute noch nach Schweden fliege. Und was wird es dort geben? Da spiele ich das Annika Invitational und ich freue mich schon sehr drauf. Ja, und Janika Rüttimann ist dann auch sofort aufgebrochen zum Flughafen. Daher bei der Siegerehrung mit Sportdirektor Niki Zitny nur Christine Wolf und die drittplatzierte Julia Unterweger. Und damit zu den Männern und das ist der Stand nach 3 von 4 Runden. Georg Martin Schultes, der Deutsche, führt mit 4 unter Paar, scheinbar überlegen vor einer großen Meute an jungen Spielern, hungrigen Spielern und etwas ältere Spieler hier mit Markus Brier, Claude Grenier, die spielen mit Clemens Dvorak in einem Flight, der ihnen viel Spaß macht, aber natürlich auch noch sportlich wertvoll sein soll. Das ist Loch 4. Sie sehen und spüren den starken Wind. Claude Grenier zielt nach links
Ball macht einen Riesenbogen nach rechts, schwer zu kontrollieren und landet dann im Bunker. Clemens Dvořák, 2 über Par. Er hat die ganze Sache natürlich noch ernst zu nehmen nach dem Birdie auf der 1. Liegt er nicht weit hinter der Spitze und legt hier den zweiten Ball auch glänzend zur Fahne. Markus Brie in seinem ersten 4-Tages-Turnier seit seinem Comeback. Hat ja die Lioners Open gespielt, den Cut knapp verpasst. Gösser Open sehr gut abgeschnitten und auch sein Ball driftet nach rechts ab. Brie mit Birdie auf 1 und 2 liegt also auch nur 1 über Par sehr gut im Rennen. Claude Grenier kennt ja beide seit vielen, vielen Jahren. Alle freuen sich, dass sie dann miteinander auf die Schlussrunde gehen. Grenier nach gutem Beginn, von Tag zu Tag aber etwas zurückgefallen. Hier ein sehr schöner Bunkerschlag. Und Markus Brier, der 48-Jährige, nicht glücklich. Hier sehen wir wieso, der Ball hält nicht am Grün. Schlag 3 auf diesem Par 4, also weit weg von einer Paarchance. Nach 2 Schlag gewinnen gibt es jetzt wohl einen kleinen Schritt zurück. Hier mit 3 über in den Tag gestartet, hat den ersten Tag kurzzeitig sogar angeführt nach einer ganz starken 68er-Runde. Dann kam noch Hamza Amin, der mit 67 den besten ersten Tag hatte. Und für Clemens Dvořák geht es jetzt um das Birdie, um auf 1 über Par und damit noch näher an die Spitze heranzukommen. Knapp vorbei, sicheres Par für den Niederösterreicher. Claude Grenier nach der 71 zum Auftakt, die 73, die 75 und zum Abschluss gibt es hier schließlich und endlich die 76, gibt insgesamt am Rang 14 für den Senior. Markus Brie jetzt 2 über Par nach 4 Löchern. Und hier das sichere Papat, ebenfalls 2 über Par für Clemens Dvořák. Das ist der Vorjahrsstaatsmeister und Teilnehmer auch an den Lioness Open, hat dort den Cut geschafft. Markus Maugner vom Golfclub Haugschlag im Waldviertel. Hier auch auf Loch 4 gemeinsam mit Gerold Volk und Oliver Rath unterwegs. Das ist ein schöner Befreiungsschlag von Gerold Volk, allerdings schon sein dritter. Und im Bunker Oliver Rath. Sehr schöner Bunkerschlag, aber alle haben schon einiges mitgebracht von den ersten 3 Runden an Score. Plus 3 Rath, plus 6 Volk, plus 5 Maugner. Da brauchen sie schon einen super Schlusstag, um noch in Richtung Spitze zu kommen. Markus Maugner, der Führende der Amateurrangliste in Österreich, 23 Jahre alt, mit dem Birdie-Putt. Er bleibt deutlich zu kurz, er rettet auf Loch 4 dann noch das Paar. Und wir sind bei Gerold Volk, Dritter in dieser Rangliste, der 20-Jährige vom Murhof in der Steiermark. Und er verschiebt diesen Putt zum Bogey, daher schon das Doppelbogey für ihn. Nach dem Birdie auf der 1 geht es letztlich noch zu einer 71er-Runde, eine sehr starke Schlussrunde und insgesamt 5 über Paar, gibt Gesamtrang 10. In diesem Turnier. Das ist der Putt zum Par. Sandy Par für Oliver Rath. Gleichmäßig einmal die erste Runde sogar unter Par gespielt. Auch eher mit 5 über geteilter 10. Markus Maugner dann letztlich geteilter 15. mit 8 über Par. Und damit sind wir
bei Paul Kammel beim vorletzten Flight am Schlusstag. Und einem 18-jährigen Salzburger aus dem Nationalteam der Burschen gemeinsam mit Maximilian Steinlechner. Der liegt nach einem guten Auftritt für 3 Tage lang genau Level Par und damit nicht weit von der Spitze weg. Das ist Loch Nummer 3. Der zweite Schlag auf diesem Par 4 gelingt bei Rückenwind dem Tiroler ausgezeichnet. Er hat am ersten Tag noch geführt. Hamza Amin, jetzt liegt er auch schon even par. Nach Runden von 67, 73 und 76. Sein zweiter Schlag, etwas zu lang, landet im Bunker. Paul Kammel vom Golf & Country Club Salzburg mit dem Chip schön hin zur Fahne, paar Chance lebt. Gleichmäßige 71, 72, 74 gespielt. Und jetzt der Austro-Pakistani mit dem Bunkerschlag. Und der gefällt ihm gar nicht. Und da sehen wir, wie schwierig die Bedingungen an den meisten Tagen, vor allem Samstag, Sonntag hier im Golfclub Föhrenwald sind. Die Platzbedingungen hervorragend von allen Spielern, sehr gelobt. Aber gegen den Wind muss man ankämpfen. Das Bogey für Hamza Amin, damit geht auf 1 über Par, rutscht zurück. Das ist der Birdie-Part für Maximilian Steinlechner, den Tiroler aus Igls, aus dem Heimatort von Christine Wolf. Und der verbessert sich jetzt sogar auf 1 unter Par. Ja, die Junioren aus dem Nationalteam spielen groß auf. Paul Kammel, der ist so wie viele aus dem Golf-Schüler-Cup aufgestiegen. 2014 haben wir ihn da schon gefunden. Ja, durch den Schüler-Cup bin ich eigentlich auch mehr zum Golf gekommen. Und da habe ich auch, ich glaube, vor 3 Jahren 15 Schüler-Cup im Jahr gespielt. Und jetzt spiele ich halt auch bei größeren Turnieren. Ja, und wie er spielt, großartig. So wie die ganzen Jungen hier aufzeigen. Auch Klaus Jäger zum Beispiel, der spielt im Flight der Führenden, der letzten 3 sozusagen am Schlusstag. Einer davon ist Jürgen Maurer. Sein zweiter Schlag hier auf Loch 3. Ist auch mit Level Par eingestiegen, allerdings dann ein Bogey gleich auf dem ersten Loch, dem Par 5. Und das ist der Führende mit 4 unter, scheinbar ganz komfortabel. Georg Martin Schultes hier mit Rückenwind, haut der Bayer drauf und der Ball geht weit über das Grün hinein in die rot abgesteckte Zone. Und jetzt was für Regelfeinschmecker, liebe Golffans, raten oder überlegen Sie selbst, was Sie tun würden, wie Sie entscheiden würden. Er spielt hier einen zweiten Ball in der Annahme, sein Ball wäre im Aus. Dieser Ball landet im Bunker. Dann sind wir noch bei Klaus Jäger, einem weiteren aus dem Juniorenteam. Vorarlberger, auch 18 Jahre alt, ganz stark unterwegs. Und jetzt zurück zu Georg Schultes. Er hat festgestellt, da hinten ist Wasser. Er droppt also einen Ball, verzichtet auf den zweiten Ball, den er schon gespielt hat. Die Lösung schaut so aus. Die Entscheidung ist, dass er zwar einen zweiten Ball auf Loch Nummer 3 gespielt hat nach seinem Grünschlag, weil er den Ball hinter dem Grün vermutet hat, dass er dort verloren gegangen ist, also einen provisorischen Ball gespielt hat. Wie sie dann zum Grün gekommen sind, aber herausgefunden haben, dass hinter dem Grün ein Wasserhindernis markiert ist. Und daher ist es durchaus erlaubt, dann auch nach der Wasserregel zu verfahren. Die Regel lautet, dass ein provisorischer Ball immer dann gespielt werden kann, wenn vermutet wird, dass ein Ball außerhalb eines Wasserhindernisses verloren gegangen ist. Und das inkludiert auch die Möglichkeit, gar nicht zu wissen, dass sich dort ein Wasserhindernis befindet. Und insofern war es okay. Also der Spieler ist nicht verpflichtet, den Platz so zu kennen, dass er weiß, dass da hinten Wasser ist? Nein, das kann man von einem, da die Turniere ständig auf anderen Plätzen stattfinden, nicht wirklich verlangen, jeden einzelnen Ort Platz zu kennen im Vorweg. Wir wussten nicht, was da hinten war. Ich meine, es standen zwar ein paar Leute da hinten, aber wir hatten kein Zeichen und nichts gesehen, ob der tatsächlich im Wasser war und ob die Büsche hinterm Wasser dann noch zum Wasser gehört haben. Dementsprechend habe ich einen provisorischen gespielt und ja, wusste dann, wie ich dann noch vorkam, dass das dann alles korrekt war, alles gepasst hat. Aber ja, hat mich ein bisschen geärgert. Da ist mein Achtereisen aus
190 Meter oder sowas hinten drüber geflogen, aber nein, kann man nichts machen. Wie so weit geschossen die Tage vorher? Auf dem Loch? Nein, auf dem Loch, damit habe ich nicht gerechnet auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich Anfang grün anspielen und dass der dann nochmal 40 Meter länger fliegt, nein, das ist Golf, gell? Die Erleichterung jetzt groß, dass alles gilt. Genau, so ist es. Also nach kurzen Überlegungen und Diskussionen ist alles korrekt, was Georg Schulte hier gemacht hat. Er spielt also hier nach Strafschlag seinen vierten Ball aufs Grün. Die Führung mit vier Schlägen. Zwar komfortabel, aber die wird jetzt schrumpfen. Klaus Jäger, der mit einer Paar Situation begonnen hat, hat auf Loch 2 das Birdie gespielt, liegt also 1 unter Par. Das ist der Bogey-Putt für Georg Schultes. Sehr guter Putt, aber etwas zu kurz. Doppelbogey und damit nur noch 2 über Paar. Der Vorsprung schmilzt nach bereits nur 3 Löchern. Birdie-Putt Jürgen Maurer, der Steirer, auch knapp dran. Kein Schlaggewinn für ihn. Aber bleibt mit 1 über Paar im Vorderfeld. Ein etwas längerer Putt zum Paar für Klaus Jäger. Dann geht sie in Montfort-Rankweil. Aus dem Burschen-Nationalteam, so wie Paul Kammel, auch Daniel Schlauer zum Beispiel und natürlich Maximilian Steinlechner. Und zurück zu Paar jetzt für Klaus Jäger. Da sind wir jetzt bei Maximilian Steinlechner. Loch 7, sein Putt zum Birdie. Und der fällt, daher geht der Tiroler jetzt auf 1 unter Paar. Sein zweites Birdie heute. Exzellent hier in der Grube und der etwas vielleicht windgeschützteren Zone der Löcher 7 und 8 in Föhrenwald zeichnet sich auch Jürgen Maurer aus. Zweiter Schlag nach einem langen Tee-Shot. Und das ist schon der Paar-Putt für Georg Schultes und den rettet er hier. Sonst wäre es brenzlig geworden auf Loch 5 und 6 mit Birdie und Bogey. Sehr viel Bewegung im Scoreboard bei ihm. Und Birdie Jürgen Maurer, damit nur noch 2 über. Er hat dazwischen ein Doppelbogey auf der 4 kassiert. Loch 9, Paul Kammel 2 über Paar, ein Bogey. Ansonsten bisher lauter Paars. Jetzt mit Rückenwind attackiert er mit dem zweiten Schlag dieses Paar 5. Ja, ein Birdie, wenn nicht sogar Igelloch in dieser Woche, etwas rechts abgedriftet. 480 Meter lang, jetzt Maximilian Steinlechner, ja, wir sehen es, ein Bogey auf der 8, hat ihm wieder einen Schlag weggenommen, damit wieder auf Level Par und sein zweiter Schlag auch ja, am Rande des Grüns. Gute Chance auf ein Birdie. Für Kammel wird schwierig, das ist der dritte Schlag, der Chip aufs Grün. Etwas zu lang, aber eine Außenseiterchance noch für den Salzburger. Und das ist der Ball vom Team Innsbruck Eagles, vom Team der Christine Wolf, dem ja auch Maximilian Steinlechner angehört. Und der chippt hier seinen dritten Ball zur Fahne. Also die beiden Nationalteam-Burschen, beide jetzt mit der Birdie-Chance. Lassen sich vom Wind nicht beirren. Sehr stark. Kammel geht jetzt auf plus 1 mit diesem Birdie. Und für Maximilian Steinlechner geht es darum, die erste Halbrunde 1 unter Paar abzuschließen. Und das gelingt ihm. Einen Schlag besser als sein Teamkollege für den Tag und 1 unter fürs Turnier. Und wir sind im Führungsflight. Klaus Jäger 1 unter, allerdings jetzt schwierige Lage hier. Im Sand, der riskiert es trotzdem und der Ball ist im Wasser. Und ihm geht es ähnlich, Georg Schulte ist ein paar Meter daneben, auch er hat diesen Bach getroffen, auch er muss so wie der Vorarlberger hier mit Schlag 4 fortsetzen.
Ja, mit dem Rückenwind wird der Chip etwas zu lang für Klaus Jäger. Da wird es jetzt schwierig mit dem Paar. Und auch Georg Schultes ist da nicht so happy. Auch sein Ball wird zu lang. Beide spielen auf diesem Birdie-Loch ein Bogey. Und daher schaut es letztlich nach 9 Löchern folgendermaßen aus. Maximilian Steinlechner ist jetzt in Führung. Einen Schlag vor Schultes, Amin und Jäger. Aber auch dahinter noch Kammel und Clemens Dvořák mit echten Chancen. Nur noch 2 Schläge fehlen Dvořák. Er ist mittlerweile auf Loch 15. Das ist sein 3. Schlag auf diesen Par 5. Der bleibt etwas zu kurz. Dennoch der Birdie-Putt um. Ein 3. Birdie folgen zu lassen auf den Back 9. Und das gelingt ihm. Und damit ist er jetzt schon ganz nah dran. Einen Schlag hinter dem Führenden. Wie gewonnen, so zerronnen kann man dann aber sagen bei Clemens Dvořák, denn die 16 misslingt ihm hier dieses Par 3. Das ist schon sein 2. Schlag. Es wird das Bogey genauso wie auf der 17 und damit eine Runde von plus 2. Hab von Anfang an eigentlich den Ball sehr gut getroffen, gleich auf der 1 Birdie gemacht, was natürlich für Selbstvertrauen immer gut ist, wenn man ein bisschen hinten ist und weiß, man braucht Birdies. Und ja, wie gesagt, langes Spiel war solide. Ein paar Putts hätten noch mehr reingehen können. Und im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Die anderen zwei im Flight waren auch sehr zufrieden, haben recht viel Spaß gehabt, Claude Grenier und Marcus Breer. Ist das ein Vorteil, ein Nachteil, wenn man mit zwei sagen wir, entspannten Mitspielern spielt, die natürlich Riesenerfahrung haben? Also ich sehe sowas immer als Vorteil. Ich habe mich sehr gefreut auf die Runde. Ich kenne den Claude schon von sehr, sehr vielen Jahren zurück. Da war eben mein Regionalkadertrainer damals in der Jugend. Und Mauri, das war eben das Vorbild. Und wie wir alle wissen, der Mauri ist ein sehr entspannter Typ. Und deswegen hat es eigentlich vom ersten Loch an sehr viel Spaß gemacht. Ja, sehr viel Spaß mit den beiden erfahrenen Spielern, die allerdings natürlich am Ende mit dem Ausgang nichts zu tun haben. Wir haben schon gesehen, Claude Grenier. Und das ist jetzt der letzte Putt für Marcus Breer. Letztlich 1 über für den Tag, 4 über fürs Turnier. 9. Platz. Und jede Menge Spaß unter Freunden. Der Markus hat schon mit mir über 17 Jahre lang trainiert und er wird wieder was machen. Der Clemens war ein ehemaliger Kaderspieler von mir und da haben wir immer viel Spaß zusammen. Und es ist schön zu sehen, besonders der Clemens, die Sache sich entwickelt und sehr positiv entwickelt. Über 4 Tage muss die Konzentration halten, das muss ich wieder lernen. Aber positive, paar negative Sachen auch, weil ich doch ein paar wirklich schlechte Schläge gemacht habe. Aber so ist Golf. Muss ich auch fragen, Claude, habe ich es auch gefragt, wie schön war der Flight, der Flight der alten Kumpels? Ja, sehr. Also es waren überhaupt die ganzen Tage einfach, man sieht einmal ein paar junge Leute, mit denen man noch nie gespielt hat, aber 3 Tage mit dem Claude und mit dem Clemens, das ist einfach gemütlich. Weniger gemütlich wird es jetzt in der Entscheidung fürs Turnier. Johannes Steiner hat einen sehr guten Tag, allerdings jetzt auf Loch 16 gegen den Wind hinein. Trifft jetzt einen Ball ab rechts, kurz zu sehen gewesen, landet im Wasser. Er muss einen Ball droppen. Daniel Hebenstreit mit 2 über in den Tag gestartet. Liegt im Augenblick 3 über und setzt hier einen sehr, sehr schönen Tee-Shot aufs Grün und mit ihnen im Flight ist der Kärntner Florian Bregant. 4 über liegt er aktuell. Plus 2 für den Tag. Auch Bregant mit einem guten Abschlag und das ist jetzt schon der 3. Schlag für Johannes Steiner, der mit plus 2 gestartet ist, zwischenzeitlich schon nah dran war an den Spitzenleuten. Aber jetzt gibt es für ihn hier noch einen Bunkerschlag drauf mit dem Wind. Der gelingt ihm super, aber es wird die 5, das Doppelbogey. Und letztlich also eine 73er Runde zum Abschluss. Gibt den geteilten 7. Rang für Johannes Steiner. Florian Bregant über die Kuppe mit dem Birdie-Putt. Der mag nicht ins Loch. Bregant schließt schließlich ab mit einer 75 für den letzten Tag. Gibt für ihn den geteilten 10. Rang mit Gesamt 5 über Paar. Nur die erste Runde war wirklich erfreulich für den Kärntner mit 70.
Daniel Hebenstreit ebenfalls geteilter Siebenter, auch sein Birdie-Putt fällt nicht. Das gibt die Runde für 1 über Paar und Gesamtscore 3 über für ihn. Zwei 70er Runden am Freitag und Samstag. So, Loch 16 jetzt für Maximilian Steinlechner. Er liegt wieder mal 1 unter Paar und er liegt in Führung, der 18-jährige Igler. Fantastisch, hier gegen den Wind, hin zur Fahne. Die meisten Spieler greifen da zum 7er-Eisen. Hamza Amin hingegen, der liegt weit links abseits. Mit seinem Abschlag muss jetzt da mit dem zweiten schon versuchen zu retten, was zu retten ist. Der Führende nach dem ersten Tag deutlich durchgereicht worden. Puttet hier noch zum Paar, gut gerettet, aber nach der 67 zum Auftakt kam für ihn dann reichlich wenig. Geteilter Zehnter. Nun einer, der hamstert und hamstert. Gute Schläge und das ist Maximilian Steinlechner. Geht jetzt, wenn der Ball fällt, zum Birdie auf 2 unter und hat aktuell eine 3-Schläge-Führung für die letzten 2 Löcher. Hinter ihm kommt natürlich noch der Führungsflight mit Georg Schultes, der liegt 1 über. Bogey auf der 10, sonst lauter Pars auf den Back 9 für den 30-jährigen Deutschen. Und der ist etwas rechts gelandet, der Ball bleibt ein langer Putt. Da ist er, der lange Putt. Den Break super gelesen und ein fantastisches Birdie für Georg Schultes geht auf Level Par und ihm fehlen jetzt 2 Schläge auf Maximilian Steinlechner. Und wir sind auf Loch 18. Steinlechner hat ein Bogey auf der 17 hinnehmen müssen. Jetzt liegt er mit seinem zweiten Schlag auf der 18, dem Par 5, direkt hinter einem Baum, kann nur vorlegen. Und das ist jetzt schon sein dritter Schlag. Er spielt im vorletzten Flight, das heißt, hinter sich hat er Schultes und damit weiß er natürlich nicht, was sein Spiel jetzt wert ist. Schöner, kurzer Annäherungsschlag. Und mit 2 Schlägen ist Paul Kammel am Grün. Eagle Putt für den Salzburger. Er hat auf Loch 17 einen Birdie gespielt, auf 15 allerdings ein Doppelbogey. Birdie Putt für Maximilian Steinlechner. Der geht nicht rein, aber dafür jener von Paul Kammel. Kammel schließt mit Birdie ab, mit einer Runde 1 unter Paar. Sehr beständig, gibt für ihn eine Gesamtpaarrunde, aber einen Schlag besser ist der Tiroler Maximilian Steinlechner. 70, 76, 70 und 71. Momentan Rang 1 und ganz sicher der Sieg in der Amateurwertung. Georg Schultes braucht das Birdie, um gleichzuziehen und in ein Stechen zu kommen. Sein zweiter Schlag. Aufs Grün. Jürgen Maurer 2 über. Hat ein gutes Finish mit Birdies auf Loch 13 und 15. Und jetzt ein toller Annäherungsschlag. Das war sein vierter. Hat vorgelegt. Und Klaus Jäger. 2 über für den Tag im Moment. Und eine sehr starke Annäherung für den Vorarlberger Junior. Auch der liefert hier ein ganz tolles Turnier ab. Wird schließlich mit Jürgen Maurer gemeinsam geteilter Vierter. Gesamtscore 1 über Paar und eine fantastische 67er Runde am dritten Tag für ihn. Und jetzt geht's um die Verlängerung des Turniers. Georg Schultes, will er gewinnen, muss er mit 2 Putts ins Loch. Das ist der Eagle-Putt. Der wäre sogar für den direkten Sieg. So gibt es das Birdie. Und für ihn, nach einem Auf und Ab an diesem letzten Tag, die 75er Runde und das Stechen. Letzter regulärer Putt für Jürgen Maurer, der schließlich dann auch noch mit plus 1 geteilter Vierter wird. Also viele gute Leistungen der Österreicher. Vor allem der Jungen gab es hier zu bewundern. Wir haben hier das Gesamtergebnis, das Scoreboard, alles kennen wir, bis auf den Sieger, der wird im Stechen ermittelt, zwischen dem Supertalent Maximilian Steinlechner und dem routinierten Deutschen Georg Schultes.
Wie wichtig und wie schön ist das eben für den Nachwuchs, dass immer wieder auf allen Ebenen mehr oder weniger gute Leistungen erbracht werden, von ganz oben runter? Ich glaube, das ist immer wichtig, in einer Sportart ein Role Model zu haben. Die Jungen können aufschauen und haben so ein bisschen einen Konnex, weil sie ja doch diese Spieler hin und wieder treffen, auch mit ihnen gemeinsam trainieren. Und es kann nichts Besseres passieren, dass wir auf allen Touren vertreten sind, auch Challenge Tour diese Woche, Matthias Schwab und Manuel Trappel gut gespielt und. Und das sind sehr, sehr schöne Entwicklungen der Spieler, die auch Zeit brauchen, aber eben total wichtig in einer Sportart. Ist das Gute, auch Christine Wolf, Österreichs weibliches Aushängeschild, ist da, allerdings hinter ihr, muss man schon sagen, ein riesengroßer Abstand im Score. Sie hat auch gesagt, ja, ist halt schade, weil es in Österreich kein Damenturnier gibt, vielleicht würden dann mehr Frauen nachkommen. Hat man da ein bisschen Nachholbedarf gegenüber den Männern? Absolut, also ich würde mir sehr wünschen, wenn wir ein Elite Access Tour Turnier hätten oder sogar wieder Ladies European Tour, weil wir gerade hier in Fernwald sind. Man hat hier schön gesehen, auch schön, den Unterschied zwischen einer European Tour Spielerin und unserem Nachwuchs, die gut gespielt haben noch einmal. Aber da ist natürlich noch ein Leistungsunterschied da. Das ist auch etwas Motivierendes in meinen Augen und Inspirierendes und mich hat sehr gefreut, dass die Chrissy mitgespielt hat. Wir sind im Stechen. Loch 18 wurde ausgewählt, das Par 5 mit sehr viel Wind, aber mit sehr viel Mut schlägt hier Maximilian Steinlechner seinen zweiten Schlag aufs Grün. Fantastisch. Unterstützt als Caddy von Klaus Jäger, der ihm da hilft, und auch Paul Kaml ist mit auf der Runde. Und Solokämpfer Georg Schultes gegen die Jungen aus dem Semi-Rough mit dem zweiten Schlag. Und auch er steht ihnen um nichts nach, attackiert ebenfalls mit dem zweiten Schlag dieses Par 5. Und jetzt gibt es ein großes Finale um den Sieg. Der Eagle-Putt von Steinlechnern vor den Augen von Schultes, der das natürlich ganz genau beobachtet. Starker Putt. Und Maximilian Steinlechner sichert ganz klar das Birdie ab. Der Amateur-Meistertitel ist ihm ja schon sicher. Aber jetzt geht es noch um den Sieg bei den nationalen offenen Meisterschaften. Gegen den Profi aus Deutschland. Der hat natürlich jetzt die Linie gesehen. Ob es ein Vorteil ist oder nicht für Georg Schultes. Zuvor hat er das Birdie gespielt. Jetzt am ersten Extraloch gelingt dem Deutschen ein fantastischer Igel. Und damit steht der Turniersieger fest. Sieger bei den nationalen offenen Meisterschaften Georg Martin Schultes. Amateurmeister Maximilian Steinlechner. Ich bin zwar deutscher Staatsbürger, aber meine Mutter ist Österreicherin. Ich habe auch meine Ausbildung hier in Österreich absolviert, die Pro-Ausbildung. Und ja, es ist immer schön, hier in der zweiten Heimat zu sein und hier Golf zu spielen. Der Golfplatz war super beieinander. Es waren wirklich vier wunderschöne Tage. Nette Flightpartner, super ausgerichtet, auch vom ÖGV und von dem Golfclub Fernwald hier. Also ja, hat richtig Spaß gemacht. Wie geht man so ein Stechen? Sind da dann die Nerven noch einmal angespannter oder war das egal, weil der Titel mehr oder weniger sowieso feststand? Ja klar, Stechen ist Stechen, man hat immer ein bisschen Spannung beim Stechen. Aber wenn es eigentlich jetzt nicht mehr alles geht für mich, weil ich habe meine Wertung schon gewonnen, aber man will natürlich, will man gewinnen. Und dann, dass es dann Eagle gegen Birdie wird auf der 18. Ich meine, ich habe gut gespielt, ich bin zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Ich habe ihm dann zum Schluss leider auch nur die Linie gezeigt und dann hat er gewusst, was er machen soll. Und dann hat er das auch gut verwandelt, das passt da voll, ist auch voll in Ordnung. Und gratuliere ihm auch an der Stelle dazu und bin zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Und ich habe es ihm nicht leicht gemacht, sagen wir es so. Strahlende junge Nachwuchstalente mit einem strahlenden Sportdirektor. Ein sehr, sehr gelungener Auftritt hier bei den nationalen offenen Meisterschaften in Föhrenwald mit einem glücklichen Sieger. Halbösterreicher Georg Schultes. Auch ihm ist zu gratulieren und damit freuen sich alle. Ente gut, alles gut.